While your path is clear, the way is anything but easy. You risk falling to your death numerous times as you scale the cliff up to the temple. Braving the harsh winds and loose rocks, you finally reach the top and head through the threshold into a large open foyer. I am afraid I cannot accept visitors at this time. A disembodied voice booms through the room. Please come back in 12 years. I may be able to accommodate you then. Before you can object, a group of massive stone constructs materialize before you. I know, the voice says. You have questions, I have answers. Unfortunately, if you don't leave now, you won't have a head to ask the questions in the first place. You ready your weapons. There's no way you're going to climb back down that cliff with nothing to show for it. Ah, alles klar. Möglicherweise ist Tür alle in allen Räumen. Okay. Wie machen wir es denn? Die stehen so weit auseinander, das ist natürlich nicht gut. Möglicherweise ist ja 1, 2, 3. Okay, dann kommen wir nah genug dran. Ich mal den Vorteil. Ja, wobei. 3. Wobei es schon eigentlich doch praktisch, das so zu machen, weil. Ja. Hier können wir eigentlich einfach mal näher gehen und mit Vergeltung arbeiten, oder? Und dann. Ja, gehen wir irgendwo hier so hin. Ja, passt schon. So, und hier. Mal gucken. Hätte ich mir vielleicht auch mal wieder dieses. Feuer, komm, gucken wir mal, wie diese Stellen. Boah, hier auf jeden Fall den Jagdbeginn. Weil wir brauchen die Wunde. Ey, Angriff von 7, Reichweite 3. Läuft bei dir auf jeden Fall. Also, aber so richtig, ja? Okay, warte, ihr habt jetzt 1, 2, 3, ja? Okay. 1, 2, 3. Okay, kommt so bis hier so, ne? Ja. 1, 2, ja, bis, ja, alles klar. Okay. Oder ne, komm, wir gehen jetzt bis hier hin. Hol mir den Vorteil. Mach mich auch unsichtbar. Weil dann trifft er mich ja einfach nicht. So, und dann hauen wir jetzt hier. Komm, mit einem extra Schaden sind wir bei 2. Ich habe Vorteil. Ah, guck, dann sind das nämlich immerhin ein bisschen mehr Schaden schon. So, und dann hier. So. Ich will den jetzt gar nicht rufen, ne? Der tötet den ja sofort. Mehr überhaupt nichts. Also andersrum jetzt die Frage. Ich wollte eigentlich. Ja. Puh, will ich das jetzt überhaupt noch machen, da näher rangehen? Aber die treffen mich ja dann auch. Ne? Komm, gehen wir hier hin. Bewegung bestätigen, komm, Stärkung hier drauf. Naja, und holen wir jetzt hier noch die Vergeltung. Ich wusste gar nicht, dass die Golems so eine krasse Reichweite haben. Aber ja, gut. Ach so, okay. Ja, aber die schießen auch Laser. Ich hab's gerade genau gehört, ey. So. Ja, warte mal. Elite Steingolem. Einfach Steingolems. Alles klar, so. Ach ja, wo kann ich mich denn am besten hinstellen, dass ich viele treffe damit? Wenn ich hier stehe, 1, 2, 3, 1, na komm, wenn ich mich hier hinstelle, ne? Bewegung überspringen. Nehmen wir den, zack, zack und zack.
5 Schaden, immerhin. 6 Schaden, nice. Und hier sind wir auch bei 6 Schaden. Perfekt. Komm, können wir uns direkt einmal heilen. Und den Zug beenden. Okay. Ja, was machst du denn hier? Komm, den Horscher fällt jetzt mal komplett kaputt. Da mach ich mich auch wieder unsichtbar, oder? Ja. Ja, der hat auch wieder. Ja. Den kann ich immerhin mal betäuben. Damit kann ich den anderen auch noch betäuben. Perfekt. Und dann ist die Frage der Fragen. Steht sehr weit weg, ne? Steht schon sehr, sehr weit weg. Aber das passt so. Gut, hier. Warum bin ich denn da nur bei 5 Schaden? Weil ich nicht auf mehr komme, alles klar. Ist schon in Ordnung. So. Und betäuben. So, dann macht der auch schon mal nichts. So, dann gehen wir auch schon mal weiter und gucken mal, was uns da hinten noch gleich erwarten wird. Wobei, na, mal schauen, ob wir das wirklich machen. So, dann haben wir hier jetzt Feuer und Betäuben auf den da hinten. Nice, hat auch noch 2 Leben. Ja, kommt nur uns den Segen und die Heilung. So, jetzt haben wir nur noch einen, den wir betäuben müssten, aber der ist schneller als ich. Okay. Naja. Besiegen wir ihn hier immerhin schon mal. Ärgerlich. Na. Aber nur 2 Schaden. Nicht nett, mein Freund. Nicht nett. So, wir können bis nach hier gehen. Betäuben! Schön, mal 2. Cool. So, ich denke mal, damit werden wir einfach Schaden machen können, oder? Und dann gehe ich in den nächsten Raum. Nee. Nee, machen wir nicht. Wir gehen nicht in den nächsten Raum, oder? So, hier bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Wir können die 4 Schaden machen. Ne? Ich meine, der ist ja eh betäubt gerade. Ja, dann die 5 Bewegung. Ist okay. Und hier. Eine kurze Rast. Ahaha. Meins beides die guten, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauche 5 Reichweite. Habe ich damit. Und dann das Durchstechen, ne? So. Machen wir es so rum. Perfekt. Okay. Hier sind wir bei den 5 Schaden, um diesen Golem auszulöschen. Und die Unsichtbarkeit. Brauchen wir gerade eigentlich nicht, aber egal. Das haben wir, das haben wir. So, hier. Einmal mit dem Markern. Und ja doch, komm, nehmen wir den extra Damage noch mit. Und dennoch müssten ja eigentlich ein paar Drachen auf mich warten, ne? So, hier ist jetzt die Frage. Ich greife damit an, dann habe ich auch keinen Nachteil. Klar, hier oben hätte ich mir natürlich den Erfahrungspunkt holen können, aber ja, so dringend ist es halt noch nicht, ne? So, er ist betäubt. Jetzt die Frage. Ja, wobei eigentlich ist das gar keine Frage. Wir greifen mit den 5 an. Aber das reicht ja dann für den Kill. Andersrum ist jetzt die Überlegung. Ne, wir stellen es davor. Ist okay. So. Kurze Rast. Ja, ist okay. Wobei, kurze Frage. Wir haben hier auch eine kurze Rast.
Ja, kann weg, ist in Ordnung. Das ist ein 4er Angriff und wir nehmen den 5er, das ist den 5er Bewegung. Und dann sind wir mit den anderen einfach ein bisschen langsamer. Den Schaden nehmen wir. Können wir gucken, ob die sich vielleicht irgendwie so stellen, dass wir damit geil angreifen können. Ne? Ah, damit sind wir langsamer, okay. Ist nur die Frage, ich habe jetzt... Ja, wobei doch, ich bin ja schneller als die anderen. Habe ich das mit den 3 Schaden noch? Ja, hier. Okay. Perfekt. 7er Bewegung, ne? Und oben... 4 Angriffe mit Wunde. Lassen wir uns überraschen. Das ist eh der letzte Raum, komm. Nehmen wir die extra Bewegung noch mit und so gucken, wie wir uns stellen. Und wie viele Gegner wir da drin waren. Es sind sehr viele. Das Spiel kommt nicht hinterher. You open the door to the inner chamber and more enemies materialize before your eyes. Flying red lizards, wailing spirits and great terrifying bears that don't seem at all happy to have been suddenly transported here. Das war ein Witz mit, ey, das sind voll viele Gegner. Also sind ja wirklich, ey, gut, war hier alles, ach, und dann diese Bären. Alles klar. Lähmung, Wunde, ey, okay. 1, 2, 3, ja, der ist da. Okay, 4, 1, 2, 3, 4, der ist auch da. 1, 2, 3, der ist nicht da. Also die haben eine Bewegung von 3, die greifen mich alle an. Ach, du Kacke. Die hier hinten auch. Huch, okay. Ey, ja, stell mich hier ein zurück. Um zu hoffen, dass da mich nicht so viele treffen. Ach du Kacke. Okay, ich hoffe, dass die vier Fäsch auch hier so ein bisschen eine Reihe jetzt bauen. Ja, das ist schon mal einer, ne? Ja, der jetzt nicht so, aber der immerhin, ne? So, der geht auf Vergeltungsschaden. So, hier könnten noch ein paar gehen hin. Nah dran. Aber auch noch nicht perfekt. Aber ey, ach du Kacke, Alter. Da hatte ich auch gerade gedacht, so, ey. Da hauen wir mal einen Raum aus. Mit richtig vielen Gegnern, hä? Also richtig viele Gegner. Mhm. Also da sind schon mal 3 in einer Reihe, ne? Also. Mich hier hinstellen, da kann ich also schön einmal. Ja, noch 4 Leben. So, die kommen jetzt auch noch näher. Ich weiß, also kann sein, dass er mich sogar noch trifft. Da hinten ist eine Truhe. Ja, dann sag ich ja, dass er mich noch trifft. Ja, komm, die dürfen sie bald drin weg. Ich mache da gleich den Schutzengel auf jeden Fall. Hm. Den werden wir auf jeden Fall gleich brauchen. Ach, Kacke. Ja, komm, das geht auch weg. Wird auch nicht mehr so lange überleben. Ich glaube, also einer von denen trifft mich auch noch. Oder? Hat der noch. Nee, okay. Aber da hinten auch an die Truhe, ne? Ey, komm, wo die ist. Wie soll ich denn da rankommen? Hat sich das auch schon mal einer überlegt? So, was war denn hier meine Intention? So, ich kann erstmal auf jeden Fall einen markern. Irgendeinen mit wenig Leben. Ihn hier vielleicht. Wobei, warte mal. Jetzt geht er hier durch. Ja, doch ihn hier, ne? Ja. So, eigentlich war mein Ziel ja näher ranzukommen. Okay, das habe ich jetzt gerade schon mal glorreich nicht geschafft, aber egal. So, andersrum. Hier die Wunde drauf machen, ne? Und dann ist die Frage: Gehe ich damit durch? Ja, okay, komm, ich will ja.
Ich will ja schon eigentlich wissen, was da drin ist. Okay, schließen, ja. Okay, dann ist der gute Freund dran. Macht auch Schaden. Sehr schön. Spruchweberin. Ich weiß nicht, wenn ich hier stehe. Ja, ich versuche das jetzt. Ob das jetzt funktioniert. Von hier aus, ansonsten setze ich das nochmal neu. Nice, okay. Ja, Ziel besteht hier. Ja, das war doch guter Schaden, oder? So, Runde 5. Wir sind jetzt hier sichtbar, was natürlich nicht gut ist. Zwei, drei. Gut, wir nehmen die beiden, machen sie wieder unsichtbar und holen uns die Truhe. Hier brauche ich auf jeden Fall kurz Rast. Ich brauche meine schnellste Karte. Ja. Zack, das passt. Und dann Schutzengel. Hier. Ja. Bisschen Leben zurück und ja, da, gut, die haben wir wieder besiegt, ne? Ja. Hm. 1, 2, 3, 4, 5. Ich komme bis ganz vorne ran. Und dann könnten wir eigentlich auch eine Falle legen, ne? Kurze Rast, ja. Ich habe doch ein paar coole Fallen. Hier ist die Fünferbewegung und dann habe ich doch hier irgendwo. Die hier, ne? Oder die mit der Wunde? Nicht die. Okay. 6, 6, 6. Okay. Okay, Schild und Heilung, Stärkung. Okay, das ist okay. Angriff, ja. Ja gut, aber die anderen hauen dennoch richtig krassen Damage raus. Aber jetzt ist die Frage, ob ich mich hier überhaupt unsichtbar machen will. Ja, dennoch, weil... ja, komm. Wir holen die Truhe. Bewegung bestätigen. Aktion bestätigen. Und einmal hier unsichtbar machen. Dann können wir den nächsten Zug ein von hinten schön in den Rücken stechen. So, zack, 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 zack. Okay, 10 Erfahrungspunkte. Also, diese Truhe hatte sich nicht gelohnt. So. Die ballern ja nur ihre Schilde und so. Das ist cool. Und die kommen halt mit. Kommen wir gar nicht dran. Bleiben da ja stehen. Das heißt, das sind nur die hier. Aber die haben auch halt 7 Schaden. Das sind 3 Gegner, ne? Okay, ne? Ich kann mich hier nicht mehr bewegen. Okay, dann ist die Frage. Ja, guck mal hier, 3 Schaden, ne? 7. Ja, okay. Es ist doch schon verdammt viel Damage, ne? Ach nee, komm, nee, bringt nichts. Komm, zack. Wir heilen uns. Den Schaden, den nehmen wir nicht. So, komm, wir werfen die beiden hier an. Das passt so. Schön. Ein bisschen Damage und hier gehen wir jetzt die Felder bis hier hoch. Ja, bewegen, überspringen und dann können wir jetzt hier die Falle hinsetzen. Ne? Was für eine Reichweite haben die denn? 3, 1, 2, 3. Wollte ich mich jetzt unsichtbar machen, ne? Sehen die das dann noch? Na, bestimmt. Okay, komm. Passt so. Ja. Hier einmal die Aura, bitte.
Luce hat gerne den Angriff gemacht, aber jetzt ist ja keiner hier hingekommen. Daher passiert da ja nichts. Ja. Ah, ich krieg die Wunde dennoch, ne? Das ist natürlich jetzt. Ja, ja, gut. Ja. Nicht gut, ne? Das sind noch echt viele Gegner. Hm. Ob ich da wirklich durchkomme? Schwierig. Die haben jetzt gar nicht so viel Schaden gemacht. Hm. So, gut. Ich habe jetzt hier natürlich eins. Gut, wir machen den hier und die zwei Bewegungen. Eins, zwei. Ja, bin ich auch eigentlich nah genug dran, um einen zu treffen. Ja, da kann er ja, rein theoretisch den Angriff machen, ne? Ansonsten. Es bringt halt alles recht wenig sonst, ne? Gut, nehmen wir die beiden. Hier eine kurze Rast auf jeden Fall. Ärgerlich, dass die Karte weg ist, aber es bleibt mir auch nichts anderes übrig. Die beiden nochmal. So, ich könnte mir jetzt hier eine Vergeltung holen, aber lassen wir mal lieber, ne? Ja. Nehme ich das, ja. Okay. Wer fehlt denn noch hier, ne? Okay. Gut. Ja, eine Wunde. Mega ärgerlich. Aber egal, wir sind hier bei 5 Schaden. Damit sind wir bei 7 Schaden. Hätte 8, aber, ne? Okay, dann gehen wir auf ihn. Und tschüss. Fetz. Oh, Glück gehabt, ey. So, machen wir uns unsichtbar. Dann treffen die Freunde mich hier auch nicht. Nice. Der haut den Bären weg. Dann kann ich den Dreierangriff hier drauf gehen. Schön. Wir gehen hier mal ein bisschen zurück. Aber da können wir im nächsten Zug. Wie heißt's? Ne? Das Ding da aktivieren. So, die haben Angriff reichweite. Okay, die bleiben wir da stehen. Aber die treffen mich dennoch von da hinten. Was natürlich nicht gut ist. So, egal. Muss die mal eben verbrannt werden. Wir hoffen mal, dass mich davon jetzt auch nicht mehr so viele treffen. Oder zumindest nicht töten. Ah, war natürlich ein Wunschdenken. Aber sind die weit genug weg? Natürlich nicht. Okay, und ich hätte wenigstens gerne noch den Schaden gemacht. Was denn? Ey, das sind doch so viele. Ne? Und wenn ich hier gucke, 14. 9, 9, 9. Ey, alles klar. Ey. Also, ich kann mich jetzt hier erstmal hinbewegen, zum Bestätigen. So, zack. Ja, den hier. Mal 2, 16, okay. Da ja, sind wir schon mal einen losgeworden. So, brennendes Öl hole ich mir. Ich habe einfach eine kurze Rast machen können, okay. Egal. Holen wir uns gleich wieder. Gute Fähigkeit. So, wir sind jetzt immer noch unsichtbar. Und da kann ich die beiden noch einsetzen. Perfekt. So, hier eine kurze Rast. Geht beides weg. Auch in Ordnung. Hier nehmen wir das und hier. Frische Beute, da sind wir bei 4 Schaden auf ihn, ne? Alle verwünschen allen ihren Angriffen, ja. Okay, ne, kurze Rast kommen, wir müssen uns irgendwie
Ja, sowas zum Beispiel. Sowas bräuchten wir jetzt. So. Dafür ja genau den hier. Und frische Beute. So, machen wir es so rum. So, dass die mich halt noch nicht sehen und wir danach dran sind. Okay. Er hier ist nach mir erst dran. Ärgerlich. Und der Bär, der heilt sich. Nicht geil. Schön. Mit Segen. So, wir gehen ein Feld näher ran. Ist okay, bewegen wir, springen. So, wenn die gleich hier wieder eine Reihe machen, können wir da wenigstens dann schön mit dem Eisangriff arbeiten. Da machen wir auch guten Schaden mit. Ja, der ist jetzt auch tot. Ne? Und, okay. Aber hat drei Schaden ist... vollkommen in Ordnung. So, die Draken sind leider nicht weit genug weg, aber die haben sich jetzt auf jeden Fall schön in eine Reihe gestellt. So, jetzt ist die Frage, wir sind hier bei 2, wir sind hier bei 4 Schaden, ne? Und damit sind wir bei 6 Schaden. Der hat aber 8 Leben, zum Beispiel. Da gehen wir auf den. Das wäre dann zumindest der Kill, ne? Nice. Haben wir geschafft, okay. So, wir holen uns auch eine Karte wieder. Weil hier müssen wir ein bisschen die Karten uns ergaunern wieder sozusagen, ne? So, Jagdbeginn, frische Beute. Ja, ist okay. Komm, die kann weg. So, wie machen wir es denn jetzt hier? Ich kann damit natürlich jetzt wieder ein markern, oder? Wobei eigentlich, ich denke mir gerade so, ich gehe hier hin. Und dann Bingo springen und den hier. Komm. Nice, sogar ein Schaden, das ist gut. So, aber der hat halt so viele Schilde. Den müssen wir einfach so bearbeiten. Ja, ist okay. Unsichtbarkeit und wieder Öl. Ist einfach eine gute Kombo. Ist einfach eine gute Kombo. Hier ist jetzt die Frage, machen wir einen schnellen Zug und setzen den Angriff ein? Oder machen wir einen langsamen Zug und setzen den Angriff ein? Weil die fliegen, die kommen ja eh alle hier in die Richtung. Wir machen langsam, ne? Und hier habe ich nicht mehr so viele Optionen, ne? Ach, komm, ne. Ich muss auf jeden Fall, eigentlich müsste ich den Bären hier killen, ne? Das bringt mir gar nichts, damit kann ich mich nur bewegen, fühlen dann ja, das bringt mir auch nicht so viel, da Alpha Binden fühlen, ja. Das bringt mir unten alles recht wenig, ne? Kann dann nämlich die Vergeltung und her für den hohen Schaden. Ja, so, hier kommt die Vergeltung. Zack. Und dann guck ich mal, den greife ich denn, den greife ich denn an den Bären und den hinteren, oder? Na, ist der schon mal tot? Und den da hinten? Den haben wir auch gut runterbekommen. Passt doch. Greifen aus Reichweite an, ist okay. Genau so, das ist eigentlich auch okay. Ja. Die haben auch alle noch 9. Ne? Okay. So, greifen wir den mittleren an. Das passt mir eigentlich auch so. Wir stellen uns hier hin, weil der hat am meisten Leben. Also eigentlich ist das gut aus. Sollte machbar sein. So, jetzt stellen wir uns hier hin, ja. Eigentlich voll riskant und voll dumm so, aber egal. Und greifen so an. Nice. Richtig ärgerlich, dass wir halt... so, kommen wir uns hier die...
Feuerball wieder. Also mega ehrlich, dass wir halt... Ich komme drauf. Meine Güte, ich komme drauf. Nachteil hatten so. So, der greift den hier an. Ja. Ja, zwei Schaden ist noch okay. Wobei, gut, wenn ich gleich eine Wunde krieg, bin ich ja tot. Ne? Jetzt können wir hier eine Karte abwerfen. Und der kriegt Vergeltung. Und hat auch noch ein Leben. So, wir gehen. Kurz vor, okay, hier habe ich eh nur noch zwei Karten. Ach ne, guck mal, da unten habe ich noch welche. Okay, komm, zack, holen uns die wieder. Ja, ist das Beste, was wir haben. Hier den Mana Bolzen. Wobei eigentlich einfach Feuerball, ne? 1, 2, 3 und müssen uns nur gut positionieren. Und hier können wir dann. Damit finishen. Gucken, wie wer noch lebt. So. Mal gucken, wenn ich mich hier hinstelle. Treffe ich alle drei. Perfekt. So, 1, 2, 3. Nice. Das ist. Ich hab doch einen Schaden gemacht. Warum hat er noch 12 Leben jetzt? So, wir müssen hier eine Karte wieder verbrennen. Und dann. Okay, ich kann mich. Bin ich auch noch entwaffnet? Warte, so, Angriff. 1, 2, 3, 4. Hä? Achso, nee, ich bin betäubt, okay. Das ist schlecht. Die Betäubung so. Aber gut, er wird jetzt gleich eh durch die Wunde dann sterben. Das reicht mir ja. Und hier gehen wir einfach ein Feld vor. Und hier reichen die vier Schaden auch. Noch eins. Okay. So, ohne 10. Kurze Rast, danke. Lange Rast und hier können wir auch eine lange Rast machen, ist okay. Mal gucken. Vielleicht kriege ich es auch mit einem Kill hin. Nice. Okay, dann können wir uns noch Gold holen. Ja, 8, ne? Also. Die nehme ich doch mal mit. So. Ja. Tschö. Eine lange Rast. Er hat wenigstens überlebt. So. Zug beenden. As the last of the creatures falls, the temple becomes eerily silent. You call out, but the strange voice offers no response. You begin banging the walls with your weapons and yelling even louder, making it clear that you will not leave without answers. Enough! The power of the voice shakes the ground. I could easily kill you, you know, but normally a threat is enough to send you pathetic lesser beings scrambling. I don't necessarily like murder, however. So I will make you a deal. I will answer a single question for you, and then you will leave this place without further incident and never return. So what would you like? Great power? Great wealth? Or is the location of the necromancer you are hunting really that important to you?